Malvine in der Badewanne. Ein Bilderbuch von Stephen Kellogg. Deutsch von Nele und Paul Mahr. Erschienen im Verlag Friedrich Oettinger, Hamburg. Jedes Jahr bekam Uli ein Geburtstagsgeschenk von seinem Onkel McAllister aus Schottland. Und jedes Mal war es etwas für Ulis Naturkundesammlung. »Dies ist bis jetzt das Beste«, rief Uli. Am nächsten Tag nahm er seine ganze Sammlung mit in die Schule, um sie allen zu zeigen. »Schaut mal, das ist eine Kaulquappe«, sagte Frau Scheller. Uli sollte sie öfter mitbringen, damit alle Kinder beobachten konnten, wie ein Frosch daraus wird. Uli nannte die Kaulquappe Malvine. Malvine aß jeden Tag viele, viele Käsebrötchen. Sie wuchs und wuchs und lernte mit jedem Tag mehr. Als Malvine zu groß für das Glas wurde, setzte Uli sie in das Spülbecken. Als Malvine aus dem Spülbecken rausgewachsen war, musste sie in die Badewanne umziehen. Eines Tages sagte Frau Scheller, aus Malvine würde nie ein ordentlicher Frosch werden. Und von nun an durfte Uli sie nicht mehr mitbringen. Als die Sommerferien anfingen, war Malvine bereits riesig. »Sie ist zu groß für unsere Badewanne«, sagte Ulis Mutter. »Sie ist zu groß für unsere Wohnung«, sagte Ulis Vater. »Sie braucht ein Schwimmbecken«, sagte Uli. »In unserer Wohnung ist kein Platz für ein Schwimmbecken«, sagten die Eltern. Uli fragte, ob sie nicht den Parkplatz nebenan kaufen und ein großes Schwimmbecken bauen könnten. »Das kostet zu viel Geld«, sagten die Eltern. »Wir werden deine Kaulquappe in den Zoo geben müssen.« »Seine Malvine in einem Käfig? Was für ein schrecklicher Gedanke!« Uli wurde sehr traurig. Und mitten in der Nacht fiel Uli ein, dass es in der Oberschule ja ein Schwimmbad gab, das während der Ferien nicht benutzt wurde. Und noch in derselben Nacht schmuggelte Uli Malvine unter einem Teppich in die Schule. Uli sah, wie wohl sich Malvine im Schwimmbad fühlte, und er ging beruhigt zurück ins Bett. Jeden Morgen schwamm Uli einige Stunden mit seiner Freundin. Am Nachmittag trug er Zeitungen aus, um das Geld für Malvines Käsebrötchen zu verdienen. Außerdem übte er mit Malvine. Und sie lernte rasch, verschiedene Sachen von unten aus dem Becken heraufzuholen. Die Ferien gingen schnell vorbei. Uli überlegte, was wohl mit Malvine passieren würde, wenn die Schule wieder anfing. Nach dem ersten Schultag rannte Uli in die Oberschule. Dort wurde gerade ein Schwimmfest gefeiert. Uli kam an, als der erste Schwimmwettkampf begann. Malvine war begeistert von all den Schwimmern. »Ein Unterseeboot von einem anderen Stern«, schrie der Schwimmlehrer. »Polizei! Polizei! Hilfe! Feuerwehr!« »Oh nein, das ist doch Malvine, mein Haustier«, rief Uli. Der Schwimmlehrer war ganz durcheinander. »Bis morgen hast du das Biest aus dem Becken geschafft«, schrie er. Uli wusste nicht, was er tun sollte. Auf dem Heimweg traf er seine Freundin Frau Sievers. Sie war Bibliothekarin. Er erzählte ihr von seinem Kummer. Frau Sievers ging mit Uli zurück zur Oberschule.
Aber als sie Malvine erblickte, bekam sie einen solchen Schreck, dass sie ihre Handtasche ins Becken fallen ließ und alle Bücher, die sie bei sich hatte, dazu. Malvine brachte alles im Nu zurück. Dann telefonierte Frau Sievers mit Ullis Onkel in Schottland. Er erzählte, dass Malvine eine niedliche Kaulquappe gewesen war, als er sie in einem See gefangen hatte, der Loch Ness hieß. Da sagte Frau Sievers zu Ulli: Dein Onkel hat wirklich nicht gewusst, dass es so ein Ungeheuer werden würde. Es ist mir egal, ob es ein Ungeheuer ist, schrie Ulli. Es ist meins und ich hab es lieb. Er fragte Frau Sievers, ob sie ihm helfen wollte, so viel Geld zu verdienen, dass er den Parkplatz neben seiner Wohnung kaufen könnte. Dann würde er ein Schwimmbecken für Malvine bauen. Plötzlich fiel Frau Sievers etwas ein. Im Jahr 1639 hat es eine Schlacht in unserem Hafen gegeben, sagte sie. Damals wurde ein Piratenschiff mit einem Schatz versenkt. Noch niemand hat ihn finden können. Aber vielleicht finden wir ihn. Am nächsten Morgen mieteten Frau Sievers und Ulli ein Boot. Als sie mitten im Hafen angekommen waren, zeigte Ulli Malvine ein Bild von der Schatzkiste. Und Malvine verschwand unter Wasser. Nun konnten Ulli und Frau Sievers den Parkplatz kaufen. Sie holten sich ein paar Helfer. Und als das Schwimmbad fertig war, luden sie alle Kinder aus der Stadt zum Schwimmen ein. An diesem Abend sagte Ulli: Malvine, nächste Woche habe ich Geburtstag. Dann sind wir schon ein Jahr lang Freunde. Im fernen Schottland machte sich Onkel MacAllister Gedanken darüber, was er Ulli zum Geburtstag schenken könnte. Auf einer Wanderung entdeckte er einen ganz seltsamen Stein. Genau das richtige Geburtstagsgeschenk für Ulli, rief er. Und weil es ein so besonderes Geschenk war, brachte er es Ulli persönlich. Was für ein schönes Stück für Ullis Sammlung! Aber plötzlich bekam der Stein einen Sprung.